Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hautballons, deinem Podcast rund um das Thema Neurodermitis und wie du deine Haut ganzheitlich in Balance bringen kannst. Mein Name ist Sarah Knott, ich bin ganzheitlicher Neurodermitis-Coach und begleite dich auf deinem Weg, dich wieder richtig wohl in deiner Haut zu fühlen. Es ist nicht mehr lange und dann ist dieses Jahr zu Ende und ein neues Jahr beginnt. Ja, in ein paar Tagen ist Silvester und dieser Jahreswechsel bringt auch immer so eine kleine Magie mit sich, indem man Altes loslässt und sich auf etwas Neues freut. Und vielleicht bist du gerade auch schon so voller Motivation auf diesen Neustart, auf diesen neuen Beginn und hast vielleicht auch dir ein paar Vorsätze gemacht. Manchmal ist es ja so ein bisschen umstritten, sind Vorsätze wirklich gut? Braucht man das überhaupt? Weil theoretisch kann man ja jeden Tag neu wählen und braucht keinen Jahreswechsel, um etwas zu verändern. Doch ich persönlich finde es immer ganz schön, auch das neue Jahr dazu zu nutzen, um sich wieder richtig auf das zu konzentrieren, was man wirklich möchte und was man erleben möchte, wie man sich fühlen möchte und dementsprechend dann auch seinen Alltag und sein Leben zu gestalten und umzusetzen. Und genau um dieses Thema soll es auch in der heutigen Podcast-Folge gehen, denn ich möchte mit dir ein bisschen darüber sprechen, was du tun kannst, um für deine Haut einen Neustart hinzulegen, also einen Neustart für deine Haut und für deinen ganzen Körper, wie du es schaffen kannst, dich nächstes Jahr Schritt für Schritt dich wirklich wieder wohlzufühlen in deiner Haut und auch wirklich Veränderungen in dir und auf deiner Haut zu spüren. Und dafür habe ich heute 3 Tipps mitgebracht, die du umsetzen kannst, die du mit in das neue Jahr nehmen kannst, sodass du dann voller Motivation und voller Energie dich um deine Gesundheit ganzheitlich kümmern kannst. Deswegen lass uns mal reinspringen in diese 3 Tipps, sodass du am besten gleich auch in die Umsetzung kommst. Am besten nimmst du dir auch ein Blatt Papier oder einen Stift parat oder notierst es dir in deinem Handy, dass du es auf keinen Fall vergisst. Denn wichtig ist wirklich, dass du danach auch etwas tust, weil sonst bringt dir diese Podcast-Folge nämlich überhaupt nichts, sondern du sollst dann wirklich auch etwas verändern, sodass du dann diese Änderung auch bemerkst. Und zwar auf positive Art und Weise, dass du deine Gesundheit stärkst und vor allem natürlich, dass du die Symptome deiner Neurodermitis auch wirklich lindern kannst. Mein erster Tipp, beziehungsweise meine erste, etwas, was du wirklich zuallererst tun solltest, damit das überhaupt funktioniert und dass du das auch langfristig durchsetzt und das gesamte Jahr eben an diesem Ziel dran bleibst, ist, dass du dir ein klares Ziel setzt, dass du dir eine Vision davon setzt und vor allem ein ganz, ganz klares Warum für dich setzt. Also warum möchtest du etwas verändern? Was möchtest du verändern und was ist dein innerlicher Antrieb dahinter an dieser Veränderung? Ich nenne dir mal ein Beispiel, wenn jemand zum Beispiel abnehmen möchte, dann geht es ja nicht darum, irgendwie 5 oder 10 Kilo weniger zu wiegen, auch wenn man gerne sagt, ja, ich möchte gerne 5 Kilo abnehmen. Doch dieses wahre Warum, was dahinter steckt, ist meistens etwas ganz, ganz anderes. Meistens steckt ein Gefühl dahinter. Etwas, wie man sich selber sehen möchte. Vielleicht, dass man leichter sich durch das Leben bewegt, dass man fitter wird, vitaler wird. Oder dass man mit den Kindern mithalten möchte und nicht immer hinten dran hängt, weil man auch nicht mehr weil man total aus der Puste kommt. Und dieses Warum ist so viel kraftvoller, als nur zu sagen, ich möchte einfach nur abnehmen. Und genauso ist es das, wenn du sagst, ich möchte keine Neurodermitis mehr haben. Das ist kein Warum, das ist auch kein klares Ziel, sondern was du einmal für dich klären kannst, ist, wie möchtest du dich wirklich fühlen? Was ist dein Warum? Warum möchtest du etwas verändern? Du möchtest dich ja wahrscheinlich in deiner Haut so richtig wohlfühlen. Du möchtest wieder in den Spiegel blicken und dankbar sein für deine Gesundheit. Du möchtest dich bestimmt auch vital fühlen. Du möchtest einfach das Leben genießen und dass du da einmal reingehst und ganz klar schaust, warum möchtest du eine gesunde Haut? Weil theoretisch könntest du ja auch mit deiner Haut, so wie sie jetzt ist, gut leben.
Aber meistens ist es eben nicht so, dass wir mit Neurodermitis gut leben können, sondern wir sind ja sehr stark auch eingegrenzt in manchen Dingen. Also was kannst du vielleicht gerade nicht tun aufgrund deiner Neurodermitis, was du aber gerne wieder tun möchtest? Irgendein Hobby, irgendetwas anderes, vielleicht wieder unter Leute zu gehen, irgendwo dran teilzunehmen. Also überleg da mal für dich ganz, ganz intensiv, was sind deine Wünsche, was sind deine Ziele und warum möchtest du symptomfrei werden, warum möchtest du einen Neustart für deine Haut? Und das wird dich eben das ganze Jahr übertragen, wenn du vielleicht in Momente kommst, wo du denkst, oh, jetzt habe ich aber keine Lust mehr. Jetzt lasse ich hier wieder alles sein, das bringt ja alles gar nichts. Wenn du dir dann dieses Warum wieder rausholst und anschaust, hast du dann wieder Motivation, dran zu bleiben. Und in der Hautbalance Empowerment Journey machen wir das nämlich auch ganz, ganz intensiv zu Beginn, dass wir dieses Warum einmal für uns klären und auch diese Vision, damit es einfach ja, so viel leichter wird, dann dran zu bleiben. Wenn das für dich steht, dann zweifelst du nicht mehr daran, warum du vielleicht auf etwas verzichtest, wie zum Beispiel bestimmte Lebensmittel, weil sie dir nicht gut tun, sondern du weißt, okay, ich verzichte darauf, weil ich es möchte. Und dann ist es irgendwie auch kein Verzicht mehr, sondern es steht was Mächtigeres dahinter. Also dieses Warum ist ganz, ganz wichtig und hilft dir einfach, diesen Neustart deutlich einfacher auch zu begleiten und umzusetzen und vor allem eben dran zu bleiben. Also definiere hier einmal dein Warum, schreib es dir richtig dick und fett auf einen Zettel, häng es dir vielleicht an die Wand, mal dir ein Bild davon, was auch immer dir hilft, oder spreche es dir einmal auf als Audiodatei und hörst dir immer wieder an, dass du dich immer wieder damit verbindest und weißt, warum du diesen Weg gewählt hast. Jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 2. Da geht es jetzt wirklich darum, ins Handeln zu kommen, und das ist nämlich, deinen Körper jetzt einmal maximal zu entlasten. Also schau einfach, wie kannst du deinen Körper maximal entlasten, sodass er die Kapazität und Energie frei hat, in die Regeneration zu kommen, in die Heilung zu kommen, wieder Kraft zu schöpfen. Denn wenn du starke Symptome der Neurodermitis hast, zieht das unheimlich viel Energie. Es zieht deinem Körper Energie, Nährstoffe und Kapazitäten, die du eigentlich auch für andere Dinge gebrauchen könntest in deinem Alltag, dass dir einfach die Kraft fehlt und die Vitalität fehlt. Und deswegen schaust du jetzt auf, wie kannst du deinem Körper maximal entlasten. Und da gibt es zwei ganz wichtige Säulen. Zum einen ist es natürlich die Ernährung. Also innerhalb der Ernährung ist es ratsam, wenn du jetzt einmal einsteigst und auch hier wieder wie so ein Reset machst, so ein Neustart, und wirklich alles streichst, was deinen Körper in irgendeiner Form belasten könnte. Und was ich damit meine, ist, du weißt es bestimmt, es gibt einige Lebensmittel, die sind eher schlecht für dich. Vor allem voran Fertigprodukte, überall, wo Zusatzstoffe enthalten sind, Konservierungsmittel, Emulgatoren oder sonstiges. Das sind alles Produkte, die enthalten Stoffe, mit denen dein Körper überhaupt nichts anfangen kann, und die belasten deinen Körper zusätzlich. Deswegen schon mal hier Fertigprodukte zu vermeiden. Auf der anderen Seite aber auch Genussgifte, möchte ich meinen, wie zum Beispiel Alkohol oder Nikotin, denn das tut deinem Körper auch in keinster Weise gut. Alkohol belastet extrem deine Leber, also versuch hier auch Alkohol einmal rauszustreichen. Und auch mit Kaffee. Ja, ich weiß, Kaffee ist so ein Thema, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Auch hier zu schauen, muss es wirklich Kaffee sein und in welcher Menge trinkst du Kaffee? Denn auch Kaffee stellt eine Belastung dar für deinen Körper. Und eine weitere Ebene ist auch der Zucker. Gerade Zucker fördert Entzündungen und kann die Neurodermitis auch triggern. Und deswegen minimiere hier den Zucker. Schau mal, dass du auf Produkte verzichtest, die zugesetzten Zucker enthalten, und reduziere den Zuckergehalt wirklich drastisch in deinen Lebensmitteln. Das waren jetzt mal so 4 einfache Beispiele. Du kannst aber natürlich noch viel, viel weiter gehen, und wichtig ist, dass du in der Ernährung vielleicht einmal so einen Cut machst und wirklich über mehrere Wochen, vielleicht den gesamten Januar, einmal richtig stark in so eine entzündungshemmende, basenüberschüssige Ernährung einsteigst.
weil dann kannst du einmal wie so ein Reset drücken, den Körper muss dich nicht mehr über die Ernährung zusätzlich belasten, sondern kriegt über die Ernährung das, was er braucht. Und ja, und gleichzeitig eben auch noch viel mehr, denn mit frischem Gemüse, frischem Obst, hochwertigen Fetten und Ballaststoffen gibst du deinem Körper eben Energie, die er wirklich benötigt, damit er auch gut funktionieren kann. Und all das Thema Ernährung, wie du da auch noch weiter in die Entlastung gehen kommst, machen wir natürlich auch in der Hauptbalance Empowerment. Da gehen wir dann nochmal viel, viel tiefer rein, auch wie du dann Trigger innerhalb der Ernährung noch für dich aufdecken kannst. Doch jetzt so für dich im ersten Schritt ist einfach so diese maximale Entlastung auch aufzubauen, herzustellen über die Ernährung. Und als Faustregel ist einfach alles, was irgendwie dich belasten könnte, und da hat man meistens schon ein ganz gutes Gespür, welche Lebensmittel eher gut sind und welche eher nicht so gut sind, einmal zu vermeiden. Aber ich habe ja von zwei Säulen gesprochen. Die nächste Säule ist der Stress. Auch sehr, sehr wichtig. Jetzt zu Beginn des neuen Jahres, nimm dir doch vor, setze dir die Intention, achtsamer umzugehen mit dir und mit deinem Alltag und schau, dass du wirklich für Entspannung sorgst. Ich sage jetzt nicht, dass du Stress vermeidest, denn das ist utopisch. Manchen Stress können wir einfach nicht vermeiden, weil er von außen auf uns einwirkt. Deswegen sage ich lieber, schau, dass du Entspannung in deinen Alltag integrierst und somit so eine Kompensation zu dem stressigen Alltag für dich findest. Und ich habe es auch schon öfter hier im Podcast oder auch auf Instagram angesprochen. Was du immer machen kannst, ist dich für ein paar Atemzüge wirklich hinzusetzen, auf deinen Atem dich zu konzentrieren, viel Sauerstoff einzuatmen und den ganzen Stress auszuatmen. Allein wenn du eine Minute lang dich nur auf deinen Atem konzentrierst, bei deinem Atem bleibst und ganz bewusst atmest, reduzierst du nachweislich das Stresslevel in deinem Körper. Vielleicht ist es für dich jetzt eine Möglichkeit, eine neue Routine in das neue Jahr einzuladen, wie zum Beispiel Meditation auszuprobieren oder progressive Muskelentspannung oder andere Entspannungstechniken, vielleicht auch mal Yin-Yoga auszuprobieren. Also all das, was das Nervensystem wirklich beruhigt, weil das hilft dir zum einen, deinen Stresslevel zu reduzieren und auch resilienter gegenüber Stress zu werden. Das bedeutet, dass du dann mit stressigen Situationen einfach viel, viel besser umgehen kannst und sie triggern dich dann in dem Fall nicht mehr so stark. Und du weißt, Neurodermitis und Stress hängen sehr stark zusammen. Stress ist einer der Hauptträger für Neurodermitis. Deswegen arbeite hier ganz bewusst an deiner Resilienz, also wie du mit dem Stress umgehst. Und probiere dich aus in neuen Entspannungstechniken oder bleib bei dem Bewährten, wenn du schon etwas für dich gefunden hast. Jetzt mein letzter Tipp, Tipp Nummer 3, ist: Suche dir auch 1 bis 3 neue, gesunde, ganzheitliche Routinen, die du ab sofort in deinen Alltag integrieren kannst und die dir eben dabei helfen, dich ganzheitlich und gut um dich zu kümmern. Und ich nenne dir jetzt 10 Beispiele solcher Routinen. Und meine Einladung an dich ist, nimm dir am besten einen Bleistift und ein Blatt Papier, schreib dir die 10 Routinen auf. Du kannst natürlich auch irgendwelche anderen Routinen nutzen und such dir wirklich zumindest eine Routine aus, die du jetzt für deinen Neustart, für deine Haut ab dem 1.1. oder meinetwegen auch ab heute direkt umsetzt. Mir geht es wirklich in dieser Folge darum, dich in die Umsetzung zu bringen. Also, legen wir los mit ganzheitlichen Routinen, die du wirklich direkt nutzen kannst. Zum einen das Ölziehen am Morgen. Also wenn du dir ein ganz normales Speiseöl nimmst, zum Beispiel Kokosöl, und das morgens durch deinen Mund ziehst, hin und her gurgelst und anschließend ausspuckst, so für 5 bis 10 Minuten, das ist schon eine richtig gute Routine. Routine Nummer 2 hatten wir eben auch schon angesprochen, eine kleine Meditation zu machen. Das müssen auch nicht mehr als 3, 5 oder 10 Minuten sein. Nimm dir hier den Stress raus. Du musst nicht lange meditieren. Es soll kein Zwang werden, sondern es geht hier wirklich mehr um die Regelmäßigkeit.
Eine andere Routine könnte sein, dass du täglich mindestens 15 Minuten spazieren gehst oder an die frische Luft gehst, wirklich mal draußen in der Natur bist, um frischen Sauerstoff einzuatmen. Denn in der kalten Jahreszeit sind wir viel zu lange in den geschlossenen Räumen. Da tut uns die frische Luft einfach unheimlich gut, um alle Zellen wirklich mit Sauerstoff zu durchfluten. Und gleichzeitig regst du auch mit der Bewegung deinen Lymphfluss an, sodass auch die Ausscheidung von Stoffwechselabbauprodukten gefördert wird. Eine weitere Idee ist, jede Woche mal ein neues Rezept auszuprobieren. Vielleicht hast du schon ein paar tolle Webseiten im Internet gefunden, wo du gerne Rezepte suchst oder auch neue Rezepte ausprobierst. Und manchmal, mir geht es so, ich habe immer ganz, ganz viele Rezepte, die ich toll und spannend finde, doch ich komme nie dazu, sie auszuprobieren. Deshalb steht bei mir auch diese Routine auf meiner Liste, was ich super gerne wieder mehr machen möchte, einfach neue Rezepte auszuprobieren, neue gesunde Rezepte auszuprobieren, um einfach mehr Abwechslung in meine Gerichte zu bringen. Und deswegen ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, wie du mehr gesunde Ernährung auch in deinen Alltag integrierst. Der nächste Tipp ist reichlich Wasser trinken. Ja, ich sage es gerne, weil ich weiß, dass einige damit doch ein Thema haben. Und wenn du dazu gehörst, wirklich nicht ausreichend zu trinken, ist das mein Tipp Nummer 1, dass du das zu deiner Routine machst, denn reichlich Flüssigkeit ist so essentiell für deine Haut und für deinen gesamten Organismus. Eine andere Routine könnten regelmäßige Basenbäder sein, so einmal die Woche für 45 bis 60 Minuten in ein Basenbad abzutauchen. Fördert zum einen die Ausscheidung von Säuren über die Haut und gleichzeitig entspannt es auch noch, also kann ich auch nur sehr empfehlen. Der nächste Tipp geht auch wieder in Richtung gesunde Ernährung. Wenn du zu den Personen gehörst, die übermäßig viel Brot essen, also ich kenne es, ne? Morgens vielleicht, dann vielleicht zum Mittag sogar und abends auch nochmal, kann eine Routine sein, regelmäßig statt Brot eine Suppe zu essen. Also dass du gerade für das Abendessen dir häufiger mal eine Suppe machst. Vielleicht findest du ja auch unter der Woche einen Suppentag, also dass du weißt, okay, jeden Freitag gibt es jetzt abends eine Suppe. Ist das auch eine prima Routine, die dir dabei helfen wird, deinen Darm zu entlasten und auch deinen Säure-Basen-Haushalt wieder in Balance zu bekommen. Dann eine weitere Routine für den Abend vor dem Schlafengehen ist es, eine Atemübung zu machen. Denn gerade vor dem Schlafengehen tut es gut, nochmal sich zu entspannen, runterzufahren, damit du auch gut in den Schlaf übergehen kannst und alle Sorgen vom Alltag hinter dir lässt. Oder eine weitere Routine wäre es, dass du ein Dankbarkeitstagebuch führst. Auch das ist toll, wenn du es vor dem Schlafengehen machst oder am Abend machst, den Tag Revue passieren lässt und du schaust, für was bist du heute dankbar, dir vielleicht 3 Dinge aufzuschreiben und dich ganz aktiv mit dem Gefühl auch der Dankbarkeit zu verbinden. Und meine letzte Routine, die ich dir gerne mitgeben möchte, ist es, ein Ernährungstagebuch zu führen. Wenn du noch Struggle hast mit der Ernährung und nicht so genau weißt, was triggert dich eigentlich und was tut dir gut und was tut dir nicht gut, ist es sehr, sehr hilfreich, wirklich ein Ernährungstagebuch zu führen, damit du Rückschlüsse darauf ziehen kannst, was sind deine Trigger in der Ernährung. Kann ich auch immer empfehlen, sich das einmal im Detail anzuschauen. Und das waren jetzt meine möglichen 10 Routinen, die du direkt umsetzen kannst. Und ich fasse jetzt für dich nochmal kurz zusammen, was du heute in der Podcast-Folge gelernt hast und wie du für deine Haut einen Neustart hinlegen kannst im neuen Jahr. Zuallererst setze dir ein klares Ziel, eine klare Vision und vor allem ein starkes Warum. Als nächstes komme in die maximale Entlastung, sowohl über die Ernährung als auch stressbedingt bzw. sorge hier für möglichst viel Entspannung. Und Tipp Nummer 3 ist, suche dir 1 bis 3 neue gesunde Routinen, die du ab jetzt regelmäßig in deinen Alltag integrierst. Und wenn diese Podcast-Folge dich jetzt nicht zur Umsetzung gebracht hat, dann weiß ich es auch nicht. Aber wenn du das Gefühl hast, das hört sich schon ziemlich gut an und du willst einen Neustart für deine Haut, du willst einen Neustart für deine gesamte Gesundheit, dann kannst du jetzt noch dir einen Platz für die Hautbalance Empowerment Journey sichern. Sie startet schon am 3. Januar.
Und ich freue mich einfach schon riesig darauf, wenn es losgeht, denn die Hautbalance Empowerment Journey ist wirklich mein Herzensprojekt, um dir dabei zu helfen, dich ganzheitlich um dich und deine Hautgesundheit zu kümmern und vor allem auch hier wirklich in die Umsetzung zu kommen. Also wirklich was zu tun, damit du rauskommst aus der Neurodermitis und deine Symptome wirklich gelindert werden. Denn in der Hautbalance Empowerment Journey bekommst du über 8 Wochen wirklich mein geballtes Wissen, meine Erfahrung auf allen Bereichen, also auf der Ernährungsseite, auf der Darmgesundheit, Lebergesundheit, Entspannung, Mindset-Arbeit ist wirklich alles dabei. Du bekommst Tipps zur Hautpflege bei Juckreiz. Also es bleibt nichts unausgesprochen und das ist wirklich mein Gruppencoaching-Programm, was ich dir von Herzen mitgeben möchte, wenn du bereit bist, wirklich nochmal einen Neustart hinzulegen in Begleitung von mir, aber auch von einer Gruppe Gleichgesinnten. Hüpf da gerne noch dazu. Noch bis zum 31.12. kannst du dich anmelden, also sei auf jeden Fall dabei. Wir starten schon im Januar und ich wünsche dir jetzt von Herzen einen tollen Jahreswechsel. Hab eine tolle Silvesterfeier, lass es krachen und für nächstes Jahr sollen all deine Ziele und Wünsche in Erfüllung gehen. Wir hören uns dann nächstes Jahr wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, deine Sarah.